So, Tag auch. Hier ist der Ruhpottologe und wir sind hier in Bochum. Und ich habe neben mir einen Führer. Also nicht den, den ihr meint, nee, sondern der ist hier. Sondern den. Stell dich mal vor. Alles klar, ich bin Giampiero Piria. Ich bin von Hause her Schauspieler und. Und Franzose? Nein. Erst bin ich Schauspieler, dann Theaterkünstler. Und meine Ursprünge aber nicht gebürtigerweise, sondern elternbedingt sind in Italien. Ach, guck. Und ja, und ich selber bin gebürtiger Oberhausener, in der Nähe von Bottrop übrigens. Auf jeden Fall sind wir hier am Schauspielhaus, weil das ist hier der Ausgang einer Kiosk-Tour, die in Bochum als weitere Tour anbieten möchte. Ich mache diese Touren schon seit 15 Jahren und habe so verschiedene Routen bisher gehabt. Jetzt wollte ich diese hier durch das Bochumer Ehrenfeld, ein Viertel mit einigen Cafés und so anderen Besonderheiten, die wir auf dieser Tour dann streifen werden. Kernthema dieser Tour sind erstmal neben den Kiosken, die angesteuert werden und in ihrer Unterschiedlichkeit auch betrachtet werden, ist das Betrachten von Wandgemälden, also sogenannter Street Art. Oh, cool. Weil die Straße ist eigentlich auch ein verbindendes Element zwischen Kiosk und Straßenkunst auch. So verstehe ich das jedenfalls. Und genau. Und wir werden auch gleich hier, wenn es gelingt, einen kleinen Schwenk zu machen, schon eigentlich das erste Street Art Bild sehen. Hier. Den machen wir. Also ich bin gespannt jetzt auf deine Tour. Und die ist jetzt exklusiv beim Ruhrpottologe. Könnt ihr dann im Blog nachlesen, ruhrpottologe.de und natürlich ein Video hier auf YouTube. Bla bla. Ne? Ihr wisst Bescheid. So. Dann werden wir mal jetzt hier seine Führung übernehmen. Ich mache eine kleine sanfte Drehung. Er macht eine kleine sanfte Drehung. Warte, ich muss drehen. Ja. Also mit der Kamera auch. Ja, Moment. So, jetzt haben wir den Schwenk gemacht. Genau. Dann gehen wir zur U-Bahn, sagst du? Schauspielhaus. Ja, genau. Da erkläre ich noch einmal kurz, weil um die Ecke ist auch ein Designer-Store. Ah. Die organisieren diese ganzen Wandgemälde, diese Graffitis oder wie man die jetzt nennt. Riecht auch noch frisch hier nach Lack. Ja. Oh. Und meine Aufgabe wird jetzt demnächst darin bestehen, dass ich mir auch die Namen der Künstler... Also Dennis Glatt hier. Das ist Dennis Glatt, genau. Der ist hier ziemlich untriebig und hat hier auch die Haltestelle Bermuda-Dreieck und Musikforum gestaltet. Auch man sieht auch noch keine Text drauf, ne? Da sind ja diese Typen... Genau. Typinen, die Wände beschmieren. Bis jetzt noch nichts passiert. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man solche tolle Streetart-Kunst drauf macht, wird es auch meistens nicht beschmiert. Also da hat man Respekt. So ist es in der Tat. Da werden wir jetzt noch weitere sehen, die auch nicht beschmiert sind. Das ist ja toll. Ich mache mal einen Schwenk hier rüber. Ja. Jetzt zu sehen, ein bisschen Bild. Das ist ja Hammer. Genau. Hammer. Cool. Okay. Da, wo das hier unten ist, dann nichts mehr an Malerei. Da ist das noch in Arbeit auf der anderen Seite. Aha. Genau, da. Der andere Eingang wird auch noch gestaltet. Genau, und dann können die potenziellen Besucher sich erstmal hier schon mal so einen kleinen Eindruck. Das ist schon toll. Eindrucksvollen Eindruck verschaffen. Wow. Und wir kommen hier an eine kleine Zocke vorbei und das war, sagt er. Ein alter, mittelalterlicher Name für das Bochumer Ehrenfeld. Echt? Als es noch ein Dorf war. Ein Dorf. Und warum Tocke? Tocke hat sich so überliefert aus dem Mittelhochdeutschen. Aha. Genau. Die werden jetzt hier in Kürze eröffnen. Mhm. Und das sind, wie gesagt, die beiden Betreiber des Philosophen-Kiosk. Ja, wo Aieri und Dilal. Da bin ich gespannt, ob das hier schmackhaft ist. Schon kennengelernt, war der Tag der Tringe. Ja, ja, alles klar. Oh, sieht ja toll aus. Das ist mal exklusiver Einblick hier. So, das Fahrrad gehört schon mal mir aus Gold. Ja, bin ich mal gespannt.
Die kleinen Tucke. Ach, guck mal, die haben ja Fotos. Ja, von genau. Ehrenfeld. Dann gehen wir nochmal gucken. Du sahst mal früher aus hier. Cool. Bilal, hi. Ich wollte nicht lange stören. Hi. So, wir stehen hier am Minimarkt. Da ist hier in Ehrenfeld gegenüber von einem alten Lichtburg. Da war mal früher ein Kino. Heute leider eine Spielstation mit nicht gerade so schönen Graffiti an den Seiten. Und du hast mal Kioskführung gemacht. Die kam sogar ins Fernsehen, ne? Erzähl doch mal ein bisschen in der drüber. Tat. Darüber kann ich mich auf jeden Fall freuen. Aber der Ursprung, der liegt schon einige, also sagen wir mal 25 Jahre zurück, habe ich mich grundsätzlich mit dem Thema beschäftigt, weil das ist ja auch eine regionstypische Einrichtung, wenn man so will, und wenn man so muss, eigentlich, um das richtig auszudrücken. Sowas, ich weiß schon, was du sagen willst. Du ja, aber nicht immer alle. Auf jeden Fall so was in Paris. Die Straßencafés sind hier möglicherweise die Kioske, ein Alleinstellungsmerkmal der Region. Und wir haben hier hinter mir, ähnlich wie in dem Kiosk davor, das war vorher der kleinste hier in Bochum, haben wir auch einen klassischen Straßenverkauf. Und die Straße spielt eben auf so einer Tour zwangsläufig eine wichtige Rolle, weil sie ist die Plattform, auf der wir uns fortbewegen. Und genau, vor 25 Jahren habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und habe ziemlich schnell erkannt, dass es auf jeden Fall besondere Orte sind, die mittlerweile auch den Status eines des immateriellen Kulturerbes des Landes Nordrhein-Westfalen haben. Und genau, und habe dann zunächst in Dortmund einzelne Touren gemacht und dann überwiegend hier in Bochum. Einmal mit Schwerpunkt in Wattenscheid, dann in der Speckschweiz in Bochum-Hamme. Und jetzt neuerdings, wie gesagt, also hier durch das Ehrenfeld. Warum hast du in Dortmund gestartet? Du hast doch schon in Bochum gewohnt? Oder da wurde es mir von der dortigen VHS angeboten. Ach so, echt? Mhm. Das heißt, du bist als Bochumer nach Dortmund und hast dort dann die Kioskführung gemacht. Dortmund ist ja schließlich auch eine interessante Stadt. Und genau. Es gibt ja immer noch Führungen dort, ne? Mit dem Fritze Brinkhoff. Ja, es gibt auf jeden Fall den Kioskclub am Ostwall. Ah, guck mal. Aber was sie jetzt für Aktivitäten machen, da bin ich nicht auf dem Laufenden. Ich war früher da auch mal Mitglied. Und naja, auf jeden Fall verstehe ich diese Führung auch als ein persönliches Bekenntnis zu meiner Geburtsheimat und sprachlichen Heimat Ruhrgebiet, auf jeden Fall. Also, obwohl du italienische Wurzeln hast. Warum obwohl? Das eine schließt das andere nicht aus. Das wollte ich hören. Ja, das musst du auch hören, weil ich werde auch öfter gefragt, so, welche Sprache ich lieber spreche. Kannst du denn nur Italienisch? Ja, aber selbstverständlich. Und für mich ist Deutsch und Italienisch einfach nur eine Sprache. Die ist nur geografisch in verschiedenen Orten okay, verortet. Ja, das stimmt. So muss aber man das ich sehen. Ich kann nur Gelati. Mehr braucht man fast nicht, außer Gelato und Pasta. Genau, Spaghetti kann ich auch noch. Roma. Ja. Ja. Weißt du denn, was Spaghetti heißt? Nudeln. Ja, sehr gut. Ja. Ich habe es jetzt geraten, aber ehrlich. Für Nudeln gibt es zwei Wörter. Einmal Spaghetti und einmal Pasta. Aber Spaghetti sind Schnürchen. Schnürchen? Ah, ja. Schnürchen. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Ein Spago ist eine Schnur. Und, also Spargel? Spargel ist. Spago. Aber dann müsste Spargel ja auch aus Italien kommen, ist aber aus Frankreich. Ja. Hängt aber mit der Sprache romanisch zusammen. Ne? Möglicherweise, da kann man jetzt nur spekulieren. Auf jeden Fall sind das Schnürchen. Genau. Gucken wir mal eben die schicken Tauben da, auch so ein Sinnbild. Aber natürlich. Früher ganz, ganz wichtige Institution. Ja, gucken wir mal schön hier runter in die Kamera. Weil die Hübschen, die waren alle mal irgendwo in einem Brieftaubenkäfig. Tausch. Aber die gibt's ja so gut wie gar nicht mehr. Nein, das stimmt die nicht Vereine. Ganz. So gut wie gar nicht, habe ich gesagt, dass sie nicht komplett weg sind, ne? Auf der Springorum-Trasse, kurz vor dem Ausgang,
zum Weidmarer Schlosspark. Mhm. Da gibt es eine ganze Reihe von Taubenschlägen, die heute immer noch aktiv sind. Mhm. Einfach nur zur Information. Ja, siehst du, wieder was dazugelernt. Ja. Gehen wir jetzt lang. Wir gehen jetzt in diese Richtung, aber vorher hole ich mir noch ein Bier. Dir noch was. Mhm. Direkt am Kiosk. Wir sind hier in Ehrenfeldstraße, ne? Direkt gegenüber von der IGBCE. Die kommen halt von außen. Genau. Aber wir können uns das Haus ja gegenüber mal angucken. Die haben auch was Schönes. Ja. Ah ja, richtig. Ne? Bisschen so wie Quadrat von Josef Albers. Mhm. Aber nur ein bisschen. So, hier die Pottbude, die besuche ich nochmal. Guck mal, hat Bechmannskluft an. Dann sage ich mal viel Spaß noch heute und Glück auf, ne? Glück auf, genau. Ja, danke. Weiter geht's. Ja. Ciao, ne? Ciao. Ja, das ist natürlich auch ein interessantes Café hier, ne? Die Goldkante könnte ja wie eine 50er Jahre sitzen. Nicht schlecht. So, wir sind jetzt hier an einer Stelle an der Kulturtasche. Wie heißt die Straße hier nochmal? Das ist die alte Hattinger. Die alte Hattinger, die fängt hier an. Genau. Direkt unterhalb vom Bermuda-Dreieck, das ist die Eisenbahnbrücke. Und hier haben wir schon ein ganz besonderes Teil von Street Art. Cool. Dann gehen wir mal so rüber. Ah, faszinierend. So, hier sehe ich noch was, was ich schon vor Wochen mal gemeldet habe beim Mängelmelder, aber ist noch dran. Stadtwerke haben auch Street Art entdeckt. Sieht schön aus, finde ich, oder? Kann man sagen, ja. Aber ist halt Werbung. Ist Werbung, ja. Bei mir Schleichwerbung gerade. Stadtwerke Bochum. Auf dieser Seite dann von dem Gebäude der Stadtwerke seht ihr dann das Bermuda-Dreieck aufgezeichnet. Ha, Johnny ist auch da. Geil. Und dann sehen wir noch den Förderturm vom Bergbaumuseum. Schick. Und ansonsten habt ihr natürlich auch solche Varianten. Wir sind jetzt hier in der Kronenstraße. Da seht ihr wunderbare Rotkehlchen, auch von Dennis Klatt, 2021 auf dem Haus. Das ist direkt, wenn ihr Oskar-Hoffmann-Straße reingeht. Da könnt ihr um die Ecke sehen hier. Ist auch eine tolle Siedlung entstanden. Genial. Kleiner Blick da so rüber, mehr nicht. Da, wegen Datenschutz werde ich da nie mehr filmen. Genial. Ja, genau. So, wir stehen hier Ecke Knüverweg, Oskar-Hoffmann-Straße und wir sehen hier auch eine ganz tolle Installation. Ne? Was sagst du? Ja, ich sag erstmal, Kunst ist mehr als man denkt. Und das sieht man vor allen Dingen hier hinter mir. Da wird aus einer Packstation plötzlich ein sehr opulentes Gemälde. Wirklich im Stil, wie es da auch steht, im Stil des abstrakten Expressionismus aus den 50er Jahren. Ja. Und wenn man genau hinguckt hier, ne? Genau, da kann man sich Details angucken. Aber vielleicht ist das einfach nur voll von Graffiti gewesen, hat einer mal drüber geschmiert und gesagt, so. Das sieht jetzt schöner aus. Ja, man kann statt sauber machen ständig. Was meinst du? Also Kunst ist ja nicht dafür da, dass man weiß, worum es da geht. Sondern Kunst ist dafür da, dass man dann mit Kunst ein irritierendes Erlebnis haben kann. Das irritierende Erlebnis hatten wir gerade auf der anderen Straßenseite. Fand ich geil. Ich habe gesagt, da machen wir aber noch eine Aufnahme hier. Ja, natürlich. Und die Irritation ist ja der Wesentliche an der Kunst, weil ohne Irritation kommen die Gehirnzellen nicht in Bewegung. Genau. Hier sind wir am Ausgang der Klüverstraße. Da seht ihr von Kevin Schott, Theresia Albers Stiftung. Da hat er auch eine schöne Zeichnung gemacht, beziehungsweise Malerei, Street Art, Kunst mit dem Bergbaumuseum. Faszinierend auch mit dem Fenster so. Passt. Nicht schlecht. Ja, und hier an der Knüverstraße seht ihr natürlich auch noch ganz besondere. Ne? Weißt du, wer das war? Ne? Das kann ich, das muss ich selber noch eruieren. Also kommt Schott. Alles noch in deine Führung rein. Ne? Dann ist ja jetzt hier exklusiv, gehen wir deine Strecke ab.
Genau. Und dann willst du im Frühjahr nächstes Jahr dann sozusagen starten mit der Tour? Sobald die ersten Buchungen kommen. Über Bochum Marketing? Über Bochum Marketing zum einen, aber man kann auch direkt auch privat bei mir buchen. Mhm. Könnte man jetzt schon reservieren? Könnte man auch jetzt schon fragen, weil man kann da, ich biete das ja auch an für Betriebsausflüge, Geburtstagsfeiern, Junggesellenverabschiedungen, Ähnliches. Einfach nur für Freizeitgestaltung. Weil ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Du hast mit Sicherheit noch viel mehr Informationen, als ich jetzt hier mit deinem Gespräch eruieren kann. Ich denke, dass du wir beide ja uns, einiges raus, ne? Ich denke, dass wir beide uns mit dem Thema auskennen. Und ich habe dann immer eben halt wie am Beispiel dieser Tour hier dann Schwerpunktthema. Dazu gehören eben halt die Gemälde, die im Zusammenhang mit der Straße und dem Straßenverkauf stehen. Und wir gehen jetzt weiter. Zum nächsten. Zum All-In-Kiosk. Ja, gehen wir mal All-In machen. So, wir sind hier am All-In-Kiosk und da haben wir die Besitzerin. Nein, nicht Besitzerin. Nicht? Mitangestellte. Mitangestellte. Ramona. Die Ramona. Und wir hören jetzt einige Tiere über All-In-Kiosk, denn zu dir komme ich ja nochmal extra. Genau. Weiß Bescheid, ne? Ich lese mal vor hier. Hast ja einen tollen Spruch. Es gibt viele Wege zum Glück. Einer davon ist, aufzuhören zu jammern. Albert Einstein. Mhm. Und das am Kiosk, ich sage euch. Ja. Der hat da schon mal was. Könnte aber auch von mir sein. Ach, erzähl. Ja, erzähl weil mal es hier. Gibt das Gejammer, dass angeblich die Kioske am Sterben sind. Ja. Und das Wort Sterben ist ein viel zu gewaltiges Wort dafür, nur weil es weniger gibt als zur Zeit der Industrialisierung. Ja. Weil das war das Klientel, die Arbeitsstrukturen haben sich verändert. Und folglich ist in den letzten 20, 30 Jahren ein ganz anderes Publikum am Kiosk. Und da kommt es für den Kiosk auch immer wieder drauf an, auf den Standort. Das ist hier ein traditioneller Standort, wurde vorher von jemandem betrieben, der extensiver VfL-Fan ist. Und aha. Hat hier so ein Outlet gehabt mit Devotionalien von VfL. Das wird hier im All-In-Kiosk weitergeführt. Mhm. Und mit Produkten und Angeboten, die ziemlich gut auf die Nachbarschaft abgestimmt sind. Und daraus setzt sich so eine Zukunft eines Kiosks auch, das macht eine Zukunft für einen Kiosk auch aus. Diese Anpassung, der gute, richtige Standort, Pflege von Nachbarschaftlichkeit und so weiter. Und das passiert hier auf alle Fälle. Jetzt wird es am 19. hier auch ein kleines Straßenfest geben mit Grillstation und DJ, so wie ich gehört habe. Mhm. Und das sind einfach Aktivitäten, die heute für den Kiosk zeitgemäß sind und den Kiosk am Leben halten. Auf jeden Sicher Fall. Toll. Ich kann ja leider nicht dran teilnehmen, aber vielleicht gibt es ja ein paar Aufnahmen. Nee, also auch für den Kioskbetreiber ist es eine Frage von Kreativität. Der Betreiber hier, das ist wohl der Timo, ne? Ist kaufmännisch sehr integer und kompetent. Und der hat wohl auch eine kaufmännische Ausbildung, glaube ich. Und macht das richtig Taco. Und das ist schon ein Garant dafür, dass es sowas wie Kiosksterben nur bedingt geben kann. Mhm. So also viele so kleine Rewe hier. Ja. Immer ein milieubildendes, kiezbildendes Moment hier, was man hier hat. Ne? Für alle Generationen und auch alle Arten von Lebewesen, wie wir gerade erlebt haben. Also Hunde kennen den Kiosk. Gibt es ja Hundekuchen hier. Ja, gibt es auch Hundekuchen. Und er hat hier auf jeden Fall so eine Besonderheit, dass er hier exklusiv Kaffee verkauft von einer Rösterei in Bochum. Hi, Pavo. Er ist auch Angehöriger, Angestellter eines Kioskes hier in Ehrenfeld. Guck mal an, so die arbeiten alle die Zufälle so kommen.
Und geht bei der Konkurrenz einkaufen. Ja, da haben wir ja gerne. Ja. Genau. Und der gehört zum Kiosk 81 an der Hartinger Straße. Ah, okay. Ja. Genau. Und deswegen ganz bedingt, Kioske bleiben nach wie vor ein präsentes Element und Alleinstellungsmerkmal des Ruhrgebiets. Nur mit zeitgemäßeren Ausrichtungen, sagen wir mal. So. Wir kommen ja noch an dem einen oder anderen vorbei jetzt. Aber ja doch, an insgesamt noch zwei. Und da können wir auf jeden Fall noch gespannt sein. Ja, dann gehen wir mal weiter. Ja, guck mal, das ist ja hier auch wieder, aber das ist nicht Kunst. Das ist Schmiererei, oder? Was meinst du? Ich habe vorhin schon gesagt, also Kunst ist mehr als man denkt. Diese Sachen hier, die wir hier sehen, da traue ich mich nicht, die zu beurteilen. Es ist Graffiti grundsätzlich ist eine Urform der Malerei, wie auch immer sie aussieht, auch wenn es wie Geschmiere aussieht. Und hier haben wir auch ein bisschen Hall. Und das wurde schon in der frühesten Steinzeit gemacht, dass man versucht hat, so in Höhlen und so weiter so Zeichen zu hinterlassen. Nee, hier fehlt nur das Lagerfeuer, ne? Ja, oder sowas, ne? Und das sind alles menschliche Zeichen, die darauf hinweisen wollen, dass irgendjemand einen Bedarf an Aufmerksamkeit hat. Okay. Scheint so. Scheint so. Und nur sind das alles so sehr anonyme Arbeiten. Wir wissen nicht, wer dahinter steckt. Auf jeden Fall sehe ich es nicht als meine Aufgabe an, das zu beurteilen. Das okay. machen andere, die das vielleicht besser könnten. Aber dafür machst du sehr gerne solche Führungen, ne? Ja. Du bist ja Schauspieler auch. Richtig, genau. Und hast ein Theater. So ist es. Erzähl doch mal ein bisschen. Ich bin, wie gesagt, Theaterkünstler und darunter verstehe ich alles Mögliche. Wie gesagt, für mich ist Kunst mehr, als man denkt. Und meine Aufgabe so als Theaterkünstler besteht unter anderem darin, dass ich Menschen zusammenführe, Gruppen. Wohl Orte, wo sich Menschen begegnen können. Mhm. Theater. Theater ist basiert darauf, dass es eine Begegnung gibt. Weil ohne eine Begegnung, da gibt es auch kein Drama. Da kann keine Geschichte entstehen. Und deswegen ist der erste Augenblick, die erste Begegnung, das Nonplusultra einer dramatischen Erzählung. Mhm. Klingt jetzt richtig spannend. Wo hast du denn dein Theater? Das Theater ist auf der Schmechtingstraße 40. Mhm. Ich habe darüber hinaus auch ein kleines Museum in einem wahrscheinlich das kleinste Museum in Deutschland. Und was ist da drin? Da sind Kunstwerke in Schubladen in einem alten Nähschrank. In einem Nähschrank? Ja. Nicht Mäh. Nähen, Schneidern. Okay. Genau. Und dann ist das Theater auf der Schmechte in Bochum-Hamme, beziehungsweise die Bochumer Speckschweiz. Mhm. Und das ist sowieso ein Kunstort da, weil da sind so mehrere Künstler angesiedelt mit ihren Ateliers und so weiter. Ja, habe ich schon gehört von dem einen oder anderen, die auch im Kunstbunker ausgestellt haben, nicht Kulturbunker. Ja, das könnte man auch sagen, aber Bochumer Künstlerbund dabei. Genau. Ja. Und jetzt gehen wir wohin? Jetzt gehen wir zum Kiosk 41 heißt das, oder 47. Muss ich gleich nochmal gucken. Bin mal gespannt. Ja. Dann gehen wir mal weiter. Alles klar. Ja, guck mal, Saladin-Schmidt-Straße. Genau. In ganz alter Schrift. Wir sind nämlich hinterm Theater. Genau. Da ist irgendwo ein Theater. Sieht man jetzt gar nicht hinter den Bäumen irgendwo. Und schon kommen wir am Kiosk 47 an der Saladin-Schmidt-Straße. Guck mal an. Das ist aber auch wirklich hier. Ein paar Meter weiter hast du schon den nächsten. Nicht schlecht. Warte. Ja, guck mal, ey, da ist sogar ein Kunstwerk mit Kamera. Ist das nicht genial? Wir sind noch gleich aufgenommen und Käfig gepackt. Ihr gibt auch Wraps, ne? Ihr macht auch Wraps? Leider nicht.
Wie leider nicht? Umgekehrte Psychologie. Ach so, damit die Leute reingehen und dann hast du keine. Auch nicht schlecht. Muss man auch erstmal im Kopf haben. Ja. Absolut, absolut. Ja. Dafür ist Raps auch groß geschrieben da. Ja, richtig. Ja, nicht schlecht. Aber ihr spielt hier Backgammon, habe ich ewig nicht mehr gespielt. Richtig. Das kommt. Auch richtig Spaß gemacht. Da komme ich nochmal extra, nur um Backgammon mit euch zu spielen hier. Das ist eine Packung. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ich habe letztens beim Bowlen schon verloren. Bowlen ist ja wieder was ganz anderes, ne? Ja, das stimmt, aber da habe ich auch verloren, deswegen. Also du bist ein Verlierer-Typ. Ich habe hast du genau, schon erkannt. Aber erst, wenn du 30 Jahre nicht gezockt hast. Dann kriegst du auch ein, zwei Runden erstmal zum Warmwerden. Habe ich auch 30 Jahre nicht mehr gemacht. Kriegst du erstmal ein, zwei Runden zum Warmwerden. Ja gut, okay. Wir um Kaffee spielen oder so. Ja, machen wir. Um Kaffee. Den ich dir dann bei dir im Kiosk ausgibt, ne? Musst du bei mir kaufen. Haben wir beide was von. Alles klar, wir sehen uns. Viel Spaß noch. Bis dann. Alles klar. So, ich sag gerade hier Bochum Finanzamt Süd, da muss ich meine Unterlagen auch mal abgeben. Da könnte man so ein Graffiti mit Zahlen dran machen, oder? Was meinst du? Auf jeden Fall, unbedingt mit Zahlen. Wir sind hier ohnehin in einem Quartier, in dem es fast ausschließlich um Zahlen geht. Einmal das Finanzamt und einmal die GLS-Bank. Richtig, tatsächlich, ich mache Schleichwerbung, die GLS-Bank da drüben in dem roten Gebäude, da habe ich meine Konten. Na siehste. Bei der Genossenschaftsbank. Und genau. Bin zufrieden. Ganz genau. Und deswegen Zahlen ist schon eine gute Idee auf jeden Fall. Ist eine Ökobank. Ja, das ist eine Ökobank. Tun ja. Auch wirklich viel in der Richtung. Ja, auch für sehr kulturelle gut. Dinge und so weiter. Absolut. So ist es. Ja, dann gehen wir mal weiter. Du wolltest ja zum Philosophen noch. So, hier seht ihr den Rewe auf der Königsallee. Lackaffen. Das ist so eine Malerfirma. Die haben das gar nicht schlecht gemacht. Ne? Sieht toll aus. Und relevant, ne? Das macht richtig Laune, in Rewe reinzugehen hier, ne? Frisches Obst und Gemüse zu kaufen. Auf Gemüse hole ich sowieso im Bioladen, aber hier hole ich gelegentlich Kartoffeln und Zwiebeln, weil die nicht verpackt sind. Gut, nicht schlecht. Und da hat man eben halt so eine Mehrwegtüte, die man dann benutzen kann, um dann... Dann Zwiebeln, mal hier rein. Kartoffeln, loses Gemüse, Möhren mal zu kaufen. Ohne Verpackung. Das ist wichtig. Also mal ein letzter Blick. Schön. Das Ehrenfeld ist im Prinzip nach dem Muster wie das Kölner Ehrenfeld aufgebaut. Mhm. Auf der Grundlage einer repräsentativen Straße, das ist in diesem Fall die Königsallee, und eines Kreisverkehrs. Da kommen wir jetzt gleich dran vorbei. Und zwar an dem ersten Kreisverkehr, den es je in Bochum gab. Da bin ich aber gespannt. Das ist ja ein Kunstwerk so geworden. Und ne? Genau. Und es ist vordergründig als ein Viertel für Beamte, Angestellte, Verwaltungsangehörige und so weiter entstanden. Und deswegen kommen wir hier gleich an der Knappschaft vorbei. Rentenversicherung. Was hier die Leute haben hier alle gewohnt, die dort gearbeitet haben. 10 Meter so entfernt. Ist es. Ne? Ganz das ist das genau. Gebäude direkt da vorne. Ganz genau. Die solidarisch für die Ukraine die Flaggen aufgehängt haben. Ja, das ist ja nicht schlecht. Ne? Also ist ja in Langendreher, das weiß ich ja, die Gebäude, die da entstanden sind, die sind für die Bahnbeamten entstanden. Das war ein riesen Drehkreuz für Bahnbeamte. Ja. Und hier ist das für die Beamten von der Knappschaft und von der Stadt. Jedweder Art. Hier hast du zahlreiche Verbände, Arbeitgeberverbände und so weiter. Die Bank haben wir gerade gehabt, das Finanzamt. Und hier ist ziemlich viel Verwaltung, insbesondere auf der Königsallee. Ja. Und das ist noch so eine Reminiszenz, sagen wir mal, an die ursprüngliche Absicht, hier ausdrücklich einen Angestellten- und Beamtenviertel zu errichten. Mhm. Aber auch mit Naherholungsqualitäten. Also der Rechener Park zum Beispiel. Zum ne? Beispiel, da kommen genau. Wir ja so halbwegs auch dran vorbei. Ja, so halbwegs. Aber ja, halbwegs der liegt nicht ganz auf der Tour. Nee, nicht auf deiner Tour. Nein, aber den kann man trotzdem durchkreuzen. Ist in der Nähe von dem letzten Kiosk, wo wir jetzt gerade hingehen. Völlig unweit davon. Und da können sich die Besucher auf jeden Fall dann noch so einen Einblick verschaffen eines kleinen Waldes mitten in der Stadt. War ja wirklich ein ganz besonderer Standort auch. Ne? So ja. Neben dem Stadtpark das zweite Erholungsgebiet. Und da gab es ja ein Gebäude,
eine Villa, die ist ja im Zweiten Weltkrieg leider zerstört worden. Ne? Villa würde ich gar nicht sagen, das war eine Burg, ne? Eine Burg oder sowas. Ja, das, ich meine auch, da müsste ich aber selber noch mal recherchieren, aber ich meine auch, dass das eine Burg gewesen ist. Und wir hätten hier um die Ecke noch die Grabsteine der Eigentümer. Oh, guck mal. Mhm. Aber da müsste ich jetzt eine andere Tour nehmen, ja, eine andere Route. Aber du kannst ja noch mal überlegen, ob du die Tour noch mal änderst. Du tüftelst ja noch. Und eine Sache gibt es ja noch, hier in Ehrenfeld wohnen ja hauptsächlich mittlerweile Studenten auch, ne? Habe ich mal gehört. Also, da wo ich mein Theater habe, da wohnen mehr. Tatsächlich? Ja. Also da hieß mal immer, irgendwann ist Ehrenfeld umgeändert worden in so ein Studentenviertel. Es ist ja generell so, dass die Uni ja als einziges gebliebenes Symbol des Strukturwandels hier in der Stadt sich immer weiter ausdehnt, immer expandiert, viele Dependancen hat. Und sodass jetzt auch anders als früher viel mehr Studenten zu sehen sind. Also wie gesagt, bei mir am Theater, da wohnen total viele Studenten. Da sind auch die Mieten anders gestaltet. Mhm. Und aber hier wohnen natürlich auch sehr viele junge Leute. Aber es sind nicht alles Studenten. Mhm. Ja, man merkt aber hier den Flair. Schon es hat auf jeden Fall einen Flair hier. Mhm. Das kann man auf jeden Fall ganz deutlich am Schauspielhaus da unten am Kiez da so merken. Mhm. Sehr viele junge Menschen und unterschiedlichster Couleur. Und das ist schon auffällig. Und ihr habt es nicht weit bis Bermuda-Dreieck? Nein, da muss auch keiner hin. Da kommen gibt's ja nur hier Touristen. Wir sind jetzt hier am Romanusplatz. Das ist der Kreisverkehr und das ist ein altes Trafohaus. Hier könnte man auch ein wunderschönes Gemälde machen, haben wir gerade beschlossen. Ne? Ja. Das sieht scheiße aus, sage ich jetzt mal so. Ja. Finde ich. Haben wir uns gerade schon drüber unterhalten. Genau, hast ja erzählt, ne? Anonym und so weiter. Zeichen. Aber das könnte man schon. Hier, das sieht wirklich nicht so doll aus. Da kann man mehr draus machen. Ja. Das sieht sogar aus wie, wie ein Bunker. Auch das? Und da gibt es schönere Bunker. Es gibt auch schönere. Ja. Ich frage mich auch, wie die das geschafft haben, Antifa da drauf zu schreiben. Heißt doch Antifa, ne? Und diese Flächen, die bieten sich auch an für eine kleine Galerie. Ja, kann man auch mal im Wechsel machen. Ja. Die Fenster oben mit verschiedenen Künstlern, die immer wieder mal ausstellen können als Street-Art-Künstler. Ja, gar nicht mal verkehrt. Und das ist ein Anziehungspunkt hier. Da sind wir jetzt am Naherholungsgebiet. Das ist aber Kunst, ne, habe ich gehört, im Bochum-Podcast. Ja. Hat eine Künstlerin aufgestellt, ne? Richtig. Das ist hier der Romanusplatz. Der erste Kreisverkehr von Bochum. Genau. Mit einer Obstwiese. Cool. Heute könnte man das vielleicht als Bochums kleinsten Park bezeichnen. Genau, weil da kannst du drauf laufen. Wer kann schon auf dem Kreisverkehr laufen? Hier kann man laufen. Die Hunde führen. Muss nur aufpassen, wo du hintrittst. Ja, nein, nicht unbedingt. Also es sind durchaus einige dabei, die das dann wieder einsammeln. Okay. Und hier würde ich dann mit den Teilnehmern vielleicht eine kleine Pause machen zum Rauchen. Ja. Aber nur, damit ich rauche. Ja, natürlich. Wir können ja mal gucken, ob hier auch Tüten landen. Ja. Landen, hier ist sauber. Naherholungsgebiet, ich finde das genial. Das kleinste Naherholungsgebiet von Bochum. Genial. Da wächst auch schon was draus. Kannst du wahrscheinlich einen Monat. Das sind Kirschen, ne? Ja, aber ich habe ja noch nie Früchte gesehen. Und die sehen nur so aus wie kleine Kirschen. Naja, wir machen jetzt mal ein kleines Bäuerchen. Guck mal, du hast jetzt für meine Flaschengefühle richtig schön positioniert. Das fotografiere ich jetzt. Ja, würde ich aber von da. Die ist aber leer. Ja, natürlich von da. Aber du nimmst sie ja noch mit. Trotzdem fotografiere ich die. Ja. Wir sind hier im Moment, wo sind wir denn hier? An der Drusenbergstraße, Ecke Marschnerstraße. Und du sitzt ja auf einer besonderen Bank, die Rote Bank von Sabine Reich. Genau, Sabine Reich ist im Wesentlichen auch hier am Schauspielhaus Dramaturgin gewesen unter Anselm Weber. Mhm. Und hat auch viel in USA in Theatern gearbeitet und schreibt halt nebenbei auch
das eine oder andere oder das eine und andere. Mhm. Genau. Und das Bankgeheimnis. Genau. Das war irgendwann mal ein Literaturprojekt. Und es dürften in Bochum verbreitet, im Stadtgebiet, mindestens 11 solcher Bänke stehen. Du weißt jetzt aber nicht zufälligerweise, wo überall. Nee, bei allen nicht. Ich weiß nur, dass am Schauspielhaus, direkt auf dem Tanaschanzara-Platz, mhm, am Schauspielhaus eine Bank ist, die mit einer Erzählung von Werner Strelitz. Werner Strelitz war hier früher Lokalredakteur der Kulturredaktion der WAZ. Das sagt mir was. Genau. War der irgendwas mit der Nemetzstraße? Irgendeine Geschichten der Nemetzstraße oder so ähnlich? Da bin ich jetzt überfragt. Ja, war so ein Gedichteband mit okay. Fotos. Ja, ja, ist ja. Ist so in den 90ern erschienen. Der kommt ja auch aus deiner Heimatstadt. Der kommt aus Bottrop, ne? Der kommt aus Bottrop, ja. Ganz genau. Und die Erzählungen, die hier zu hören sind via QR-Code, die haben dann immer mit dem Ort zu tun. Mhm. So wie hier die Rote Bank, die ja teilweise jetzt nicht mehr so rot ist, aber auf jeden Fall lässt sich hier durchaus an eine Rote Bank denken. Und bei Werner Strelitz da am Schauspielhaus hat das infolgedessen auch unmittelbar mit der Theaterburg zu tun. Ah, interessant. Also, wenn ihr mal hier hin wollt, ist es hier. Genau. So, wir sind hier Kiosk am Ehrenfeld und der heißt ganz besonders zum Philosophen. Ich war am Tag der Trinkhallen, war ich hier schon vorbei und hier seht ihr nochmal das historische Ehrenfeld. Und hier sind wir gelandet. Das ist die Endstation sozusagen von der Führung. Und zwar Drusenbergstraße, Ecke Humscheidstraße. Der Philosoph, zum Philosophen heißt er eigentlich hier, Kiosk im Ehrenfeld. Der macht auch eine kleine Kunst am Kiosk-Geschichte. Und hier habt ihr ein Bild von Bernd Röttgers. Ihr seht natürlich ohne Ende Bochumer Motive. Und das Bild könnt ihr auch beim WAZ Verlag von der Westdeutschen Allgemeinen, da könnt ihr das kaufen. Da wisst ihr schon mal Bescheid. Na, dann könnt ihr auch ein anderes Bild reinhängen hier. Vielleicht von mir, Flaschengefühle. Da ist nämlich gerade eine frisch gekaufte von ihm hier. Von mir. Gut Schluck. Genau, danke. Sonst kann man das Logo vom Philosophen kann man fotografieren, wo er da steht. Das mache ich jetzt auch. Mhm. Das machen wir hier als Abschluss jetzt auch, wir beide. Genau. Ne? Weil ganz hier genau endet dann erstmal deine Tour. Genau. Somit also auch unser kleiner Videopodcast. Ja, mit einem kleinen Abschluss für die Teilnehmer, die dann nicht mit Autos dabei sind und so weiter. Es gibt hier direkt nebenan eine Haltestelle, beziehungsweise die Haltestelle von der U-Bahn, die 308/18, womit man zum Bahnhof kommen kann und so weiter. Mhm. Man kommt ja also unmittelbar auch wieder weg nach der Tour, beziehungsweise könnte einmal in Richtung Süden die Hundscheidstraße hoch, ja, könnte man dann noch einen kleinen Schlenker machen in den Rechener Park. Könnte man das machen. Das sind 2 Minuten Fußweg von hier. Und hier um die Ecke ist auch noch mal ein wundervolles Gemälde, was wieder so Vögel darstellt und sehr bunt ist. Wie heißt das Krankenhaus noch? Bergmannsheil. Bergmannsheil, genau. Und gegenüber, genau. Da bin ich oft genug dran vorbeigefahren. Ganz genau. Aber nicht im Krankenwagen. Privat. Immerhin, also zum Glück. Zum Glück, ja. Ja. Das ist auch ein neueres Haus. Sieht schön aus. Genau. Da gehen wir schon jetzt ein paar Jahre. Gehen wir zurück, dann kriegt ihr das noch als Nachschlag. Ja. Hoffe ich, dass ich da so einen kleinen Eindruck vermitteln konnte von dieser Tour. Die muss noch ein bisschen ausgetüftelt werden, aber soll nächstes Jahr dann angeboten werden. Ja. Und dieses Podcast ist natürlich auch beim Originalpotologen André Brohne zu sehen. Und jetzt komme ich mal wieder ins Bild, ne? Genau. Du hast jetzt genug von deinem Gesicht gesehen. Ja.
Ganz genau. Jetzt bin ich mal wieder da. So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Ihr kriegt gleich noch einen Nachschlag hier, die Zeichnung bzw. Street Art Malerei, die am Bergbaumuseum ist. Und die wollen wir dann auf jeden Fall noch zeigen. Nicht Bergbaumuseum, Bergmannshall, mein Gott, natürlich, klar. Ich bin schon im Bergbaumuseum. Egal, ist alles, klingt ja alles gleich, ne? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also wir gehen auf jeden Fall jetzt da noch hin. Da kriegt ihr als Nachschlag, wie schön das ist. Und ich kann nur sagen, 2024, guckt mal unter Bochum Marketing oder bei ihm privat. Ne? Ihr kriegt noch die Adresse entsprechend rein, auch von seinem Theater natürlich. Da gehe ich nochmal extra hin. Da ist schon wieder einer, den er kennt. Immer diese Grüßen. Ja, Bochum ist echt klein, ne? Mm. Weiß Bescheid. Ich auch. Ja, ja, auf jeden Fall ein paar Zentimeter kleiner als ich. Ja. So, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wart nicht gelangweilt. Es wird noch auf jeden Fall ausgearbeitet werden. Dann geht ihr die Tour mal nach. Und wie gesagt, alle Infos und so gibt es dann auf ruhrpotologe.de. Facebook könnt ihr mich abonnieren und ihr könnt mich auf Instagram abonnieren und auch auf TikTok mittlerweile. Und dann sage ich mal jetzt Glück auf und wie gesagt, Nachschlag kommt jetzt. Alles klar. Glück auf schon mal von meiner Seite. Genau, du musst da hingucken, da ist die Kamera. Glück auf. Nochmal, soll ich nochmal Glück auf sagen? Ja, sag also, nochmal Glück auf. Ich kann das 100 Mal sagen. Ja, sag Glück doch. Auf. Aber wie heißt das auf Italienisch eigentlich? Ich weiß nur, wie das auf Englisch heißt. Luck up. Luck up? Mal, könnte man das mit Gelati vielleicht irgendwie vereinbaren? So mit? Ach nein, wir sind im GoPort, nicht in, auf der Piazza. Nee, mit dem Glück auf. Geht nicht? Kann man nicht? Glück. Felicità. Ja, komm, da gehst du jetzt aber einen Schritt zu weit. Doch, nee, Glück heißt ja Felicità. Ehrlich? Ja. Felicità su. So wie Tiramisu. Oh, muss man sie merken. Da gibt es ja dieses Felicità. Mhm. Genau. Felicità su. Sie haben wahrscheinlich über oder Fortuna, besser gesagt. Fortuna. Weil der Spruch Glück auf, der entspringt ja dem Wunsch, dass die Bergleute, die unten gearbeitet haben, in 1000 Meter Tiefe, auch wohlauf wieder nach oben kommen konnten. Italien hat auch Bergbau gehabt. Mhm. Italien auch. Über Jahrtausende sogar. Auch die Region, wo meine Eltern herkommen. Gerade die. Welche Region ist das? Das ist im Süden Sardiniens. Oh. Und die Stadt, zentrale Stadt, wo meine Eltern aufgewachsen sind, heißt auch noch Carbonia, von Carbon. Carbonara. Nein, nicht Carbonara, nicht? Nein, sondern dem lateinischen Wort für Kohle. Da fliegt mir doch das Blech. Mhm. Genau, und da gibt es mittlerweile auch ein Bergbaumuseum, inspiriert durch das Bochumer auch. Aha. Und meine Geburtsstadt hat zwei Partnerstädte in der Region, wo aus einer Stadt meine Mutter herkommt und aus der anderen mein Vater. Das ist ja cool. Welche mehr Ruhrpott geht von meiner Seite nicht. Also, nee, das ist wohl wahr. Haltet euch an mich, ich kenne mich hier aus. Weiß Bescheid, ne? In diesem Sinne, jo. Jetzt richtig, Glück auf! Genau, hier, Felicitas, ne? Tschüss, gönn. Jo, mit dem Ende naht der Anfang, sagen die im Kiosk zum Philosophen in Ehrenfeld. Und Jean-Pierre wird 60 Jahre. Herzlichen Glückwunsch, Happy Birthday. Das ist mein Geschenk hier, das Video für dich zu deinem Geburtstag. Und wer die Touren mit ihm buchen möchte, dann unter seiner E-Mail-Adresse melden. jeanpierrotpiria@web.de. Könnt ihr auch mal hier auf der Bank einmal kurz ausruhen mit ihm zusammen und ihr könnt dort auch buchen. Das könnt ihr auch auf meiner Internetseite Newsletter mal abonnieren, da kommen noch mehr Touren. ruhrpotologe.de, da könnt ihr auch eine E-Mail schreiben natürlich. Und jetzt noch zu den Hausfassaden. Viel Spaß noch. Das finde ich auch gut, ne? Also wenn ihr hier auf der Marschner Straße seid, da könnt ihr dann mal so einen alten Stromkasten schön bemalt, auch wenn da die, ja leider wieder irgendwelche Graffitis draufgeschrieben wurden. Aber ansonsten finde ich das eine schöne Sache. Das kannst du ja jetzt schlecht abwaschen, ne? Wird das Kunstwerk ja auch zerstören. Ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Könnte man überall machen. Also da links könnt ihr den Eingang sozusagen von Bergmannshall sehen und wir sind hier bei dem neuen Gebäude graffitimotion.de. Müsst ihr mal drauf gehen, da könnt ihr dieses tolle Kunstwerk mit den Meisen, ich kenne mich da leider nicht so aus, Buntspecht, Rotbauch, keine Ahnung, auf jeden Fall sehr schön gemalt. Ich finde, die Hausfassaden müssen viel mehr Street Art bekommen. Das macht die Stadt auch lebenswerter, meine Meinung.
So, das war dann der Nachschlag hier mit der Tour. Ne? Und kriegt ihr die Infos bei robotologe.de. Könnt ihr übrigens auch den Newsletter abonnieren, wenn ihr wollt. Und ich würde mir wünschen, dass ein paar Wände mehr im Ruhrpott so aussehen. Tatsächlich, ich weiß von Polen, die alten Kästen, die grauen Betonwände, die werden sehr viel bemalt. Also ich finde, hier fehlt noch das eine oder andere Mal. Macht es einfach. Ist zwar geldintensiv, aber es macht die Stadt lebenswerter. So, das war jetzt von mir hier aus Bochum und würde mir wünschen, wenn wir uns wiedersehen beim nächsten Videopodcast. Und ansonsten sage ich mal Glück auf und ihr könnt auch den Newsletter bei robotologe.de abonnieren. In dem Sinne sage ich mal Tschüss. Königsallee, Bochum.